Stuttgart gegen Frankfurt. Doch nicht auf dem Rasen, sondern im Cage. Wer wird König von Deutschland? Tickets erhältlich unter octagontickets.de. Max Holzer gegen Emil Kurhela. Holzer in der roten Ecke, in den schwarzen Shorts. Kurhela in der blauen Ecke. Und Holzer direkt mit dem Eingang zum Takedown. So hat er auch im letzten Kampf seinen Gegner auf die Matte gerungen, die Hüfte reingestellt und dann auf die Matte gedreht. Versucht jetzt hier überhaupt keine Zeit zu verschwenden, sondern will direkt das Finish auf der Matte suchen. Und er hat Kurhela zumindest schon mal auf einem Bein. Holzer ist seit 2 Jahren Fulltime-MMA-Profi, hat in einem sehr jungen Alter den Entschluss gefasst, nichts anderes mehr zu tun, sich ausschließlich seiner Karriere zu widmen. Und er hat sich in dieser Zeit wahnsinnig krass entwickelt. Hoppala, trifft hier schön. Muss allerdings aufpassen, dass er jetzt hier nicht überpäst, nicht zu wild wird, zu schnell davor stürmt. Vielleicht von diesem ganzen Publikum auch angestachelt. Ja, aber richtig. Jetzt versucht er es mit dem Takedown. Und dieses Mal sieht es aus, als wäre er sehr, sehr tief drin. Hände sind zu, aber Kurhela verteidigt stark. Hat hier den Käfig genutzt, um wieder zurück in die stehende Position zu kommen. Kurhela, 8 Profi-MMA-Kämpfe und hat bei den Amateuren 2-mal bei der Europameisterschaft Bronze geholt. Hatte seinen Kampfrekord bei den Amateuren schon angesprochen. Gute Treffer hier von Holzer, der schön die Sachen kombiniert. Also nicht nur Takedown-Versuche, sondern immer wieder harte Treffer zum Kopf von Emil. Macht somit sehr, sehr schwer, dass Kurhela, sich nicht auf eine Sache einstellen kann, sondern immer über alles sich Gedanken machen muss. Aber hier das große Aber. Ganz, ganz starke Takedown-Defense bisher, ja, von Kurhela. Also der Takedown eben sah so aus, als wäre eigentlich schon durch. Und trotzdem hat sich Kurhela da irgendwie wieder zurück auf den Beinen gesammelt. Ja, Holzers erster Sieg bei Octagon war eine absolute Glanzleistung gegen den Briten Corey Fry. Corey Fry hat Dennis Ilbay besiegt und sich damit einen Namen gemacht. Holzer ist in die UK geflogen und hat ihn mal ganz geschmeidig mit einer Submission verpackt und somit auch schon mal ein Statement gesetzt. Also, dieser Junge ist die Zukunft. Merkt euch seinen Namen. Takedown-Defense von Kurhela gefällt mir sehr, sehr gut. Was mir aber auch sehr, sehr gut gefällt, ist zum einen die Variabilität von Holzer und zum anderen die Schläge, die er landet. Also, ja, auch im Stand hat er die besseren Treffer. Schöne immer wieder rechte Hand bzw. linke. Die Schlaghand von Holzer ist ja die linke, die da trifft. Beide knallen hier aneinander und wieder der linke Seitwärtshaken. Beide legen hier wirklich los wie die Feuerwehr. Beide sind krachender Highkick von Kurhela. Den hat Holzer gerade noch geblockt, aber da war so viel Spauz dahinter. Das hat Holzer, glaube ich, trotzdem noch gemerkt. Und jetzt ist mal so richtig Stimmung in der Bude. Mama mia. Jede Schlaghand, die Holzer schlägt, findet eigentlich ihr Ziel. Aber auch jeder Takedown, den er bisher versucht, wird von Kurhela verteidigt. Noch 1 Minute 20 in dieser actiongeladenen ersten Runde. Kurhela ist ein sehr fleißiger Kämpfer. Zwei Ellbogen, aber Kurhela trifft satter. Die Highkicks von Kurhela haben richtig Druck dahinter, aber bislang hat sie Holzer immer blocken können. Und ich wollte es gerade sagen, beide Kämpfer sind sehr, sehr fleißig. Kurhela kämpft im Schnitt 4-mal pro Jahr. Das ist ein irres Pensum, was der abreißt. Aber auch Holzer, ja, trifft jetzt hier wieder schön. Und auch er. Gute Schlaghand von Holzer. Getroffen. Versucht's wieder mit dem Takedown. Und dieses Mal bringt er Kurhela auf die Matte. Aber es sind nur noch 30 Sekunden in dieser ersten Runde.
Vielleicht reicht das aber für Max Holzer. Nein. Kohela dreht sich schnell raus und sichert sich sogar die Oberlage. 15 Sekunden in Runde 1. Jetzt nochmal gutes Momentum für Kohela, der die Runde hier gut finishen kann. Aber es war im Prinzip der Knockdown von Holzer, der den Kampf auf den Boden verlagert hat. Und Holzer immer noch ganz seelenruhig spaziert er hier in seine Ecke. Und Runde 2 läuft. Holzer macht genauso weiter, wie er aufgehört hat. Oh, gute Schlaghand wieder von Holzer. Und dieses Mal trifft er auch mit der Führhand. Holzer springt mit dem Knie rein, aber wird gerade noch von den Seitwärtshaken von Kohela abgefangen. Und es scheint mir, als hätte Kohela ziemliche Probleme damit, dass Holzer in der anderen Auslage kämpft. Und jetzt versucht es Kohela mit der Guillotine, aber Holzer hebt ihn einfach aus und slammt ihn auf den Boden. Aber Holzer muss aufpassen. Kohela hat den Rücken schon wieder am Cage. Und versucht sich jetzt hier über den Cage hochzuarbeiten. Schafft es auch, aber gutes Clinch-Game von Holzer. Schöne Ellbogen aus dieser kurzen Distanz. Und dann war es Kohela, der getroffen hat. Holzer hat im Vorfeld schon gesagt, er hat diesen Kampf zwar theoretisch Short Notice angenommen, aber er sagt, er trainiert immer. Sowas wie eine Off-Season oder eine Zeit, in der er sich eine große Auszeit vom Training gönnt, die gibt es bei ihm sowieso nicht. Also stand er eh gut im Saft. Und den Eindruck macht er auch hier in dem Kampf, muss ich sagen. Das ist Wahnsinn. Also welches Tempo er hier fährt und sich jetzt wieder den Rücken erarbeitet. Und dieses Mal hat er noch wirklich Zeit und der Choke ist eng. Oh, Kohela hat jetzt richtig Probleme. Holzer ist unter dem Kinn und Kohela wird, glaube ich, aufgeben. Dann ist Feierabend. Ich glaube, er hat ihn, ja, Kohela war kurz weg und Max Holzer gelingt der nächste Submission-Sieg. 8:0 für Max Holzer. Ladies and gentlemen, what a crazy fight. And after 1:53 in the second round, the winner by rear naked choke, Max Stifler Holzer! Stuttgart gegen Frankfurt. Doch nicht auf dem Rasen, sondern im Cage. Wer wird König von Deutschland? Tickets erhältlich unter octagontickets.de.